Der US-Markt zeigt sich weiterhin stark, insbesondere mal bei den großen Standardwerte-Indizes hier beim S&P 500 beispielsweise. Da sehen wir, dass wir eigentlich unser klassisches, unser typisches, unser Lieblingsbild haben, nämlich Schub nach oben, wackelig nach unten, klasse. Dann Schub nach oben, hier wieder runter, einigermaßen wackelig. Dann das hier, das ist so schön fünffällig, das ist schon fast mustergültig. Wer es hier nicht gesehen hat, der kann es vielleicht hier wiedererkennen. Es ist eigentlich ein kleines Träumchen. Solange das in diese Richtung geht, also Schub in die eine, wackelig in die andere Richtung, dann noch diese Fünffälligkeit, ist eigentlich alles in Ordnung. Sprich, der Markt eigentlich immer noch auf der bullischen Seite angelegt. Wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um? Na, auf jeden Fall suchen wir Longs. Es gibt im Moment nach dieser Fassung überhaupt keinen Grund, nach Shorts zu suchen. Im Gegenteil, wenn jetzt der Markt sogar hier auf etwas größerer Ebene so etwas in der Richtung hier zaubert, also korrektiv, eigentlich das, was wir hier haben mit dem Rücksetzer hier auf der großen Ebene, Schub hoch, wackelig runter, also das hier quasi, na, das passt von der Größe natürlich nicht, aber dieses hier symbolisiert das, dann kann man sich schon vorstellen, was das als nächstes bedeuten würde, insbesondere und Voraussetzung, wenn wir diese letzten Zwischenhochs dann durchstoßen. Ob das tatsächlich so aussehen wird oder ob das in Anführungsstrichen nur irgendwie sowas ist, dreiwellig, spielt dabei fast keine Rolle. Das Prinzip bleibt das gleiche und auch eben die Möglichkeit, dann hier reinzukommen, eben nämlich genau über diese Zwischenhochs. Das ist eigentlich ein Klassiker in Trendrichtung, Zwischenhochs abwarten in der Korrektur, um dann nochmal in die Trendrichtung sich zu positionieren. Also, S&P 500 macht einen klaren Eindruck. Was macht der Nasdaq? Der hat nämlich ein etwas anderes Bild. Zwar im hinteren Bereich sehen wir auch, dass es jetzt hier ziemlich nach oben geht, aber wir sehen schon hier auf Tagesbasis, nein, Entschuldigung, im Stundenchart, also eine Stufe höher als das, was wir eben angeguckt haben. Da hatten wir noch vorher gedacht, Mensch, hier, das sieht doch irgendwie vielleicht noch so aus. Dann macht er hier vielleicht wackelig, hatten wir gehofft, um dann nochmal das zu bekommen. Hat er aber nicht gemacht. Was hat er getan? Er hat Korrekturen, hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel, eventuell die kleineren auch noch mit reingewurschtelt, aber die hier auf jeden Fall von der Überlappung zeugen. Und da sind wir doch wieder bei dem Thema, die Hauptrichtung geht nach oben und die Abwärtsrichtung ist eben so überschneidend, wie wir das hier haben. Vielleicht ABC, man könnte es hier noch ein bisschen anders einzeichnen und sich raussuchen. Das soll jetzt nicht das Thema sein, aber dementsprechend wäre letzte Tief, vorletzte Tief, das Zwischenhoch dazwischen ein möglicher Trigger, um hier auf die Long-Seite eben zu kommen. Ich weiß, das ist für einige eine Stufe zu groß auf Stundenbasis. Dann ist nämlich der Stop schon ganz schön weit. Also das muss man auch wollen und sich leisten können. Aber es gibt uns die Orientierung für den Markt. Wir haben dann einen klaren Hinweis, in welche Richtung der Markt aktuell guckt. Und das ist auch beim Nasdaq, wo wir die Chance ja schon gesehen haben, dass er vielleicht dreht. Was hier für die kleineren Rückwärtsbewegungen, Schub runter, wackelig und so weiter, ja auch gut funktioniert hat. Aber spätestens mit dem Wechsel, nämlich zwar Schub runter, aber auch wieder Schub hoch, dann allerdings wackelig runter. Dann eben entsprechend wieder das neue Bild dann installiert hat. Also wer das hier heute Morgen zu früher Stunde nicht schon mitgenommen hat, und das hier als erste Chance gesehen hat, um sich hier auf den Richtungswechsel vorzubereiten, der hat spätestens jetzt den Hinweis und kann auf die nächsten Chancen in irgendeiner Form einer Korrektur eben in dieser Bewegung nach oben, wackelig nach unten, dann hier eben sich entsprechender positionieren. So sieht es zumindest mal bei den Indizes aus. So, was haben wir beim Dow Jones? Den gucken wir uns auch nochmal an. Da ist das Bild noch ein bisschen wieder anders, aber der Grundtenor, der ist hier grundsätzlich der gleiche. Also entsprechend auch hier das Bild. Wir können uns darauf freuen, auf diese nächste Korrektur, die uns dann durchaus realistisch eine Möglichkeit gibt, dass wir dann hier nochmal im größeren Bild auf die Long-Seite dann eben kommen. Ich kann es blöderweise noch nicht messen, weil das Problem ist, solange wir das Hoch noch nicht haben, weiß ich ja nicht, wie hoch ich die Fibonaccis anlegen soll hier. Das heißt, ich kann dann noch nicht sagen, wie weit der Rücksetzer wieder oben gehen sollte, falls er denn kommt. Also das müssen wir abwarten. Da ist jeder eingeladen, ein bisschen selbstzeichnerisch eben mitzuwirken, um dann zu gucken, wo ist denn das Rücklaufpotenzial hier dieser Idee. Also alles in guter Stimmung. Auch der Goldkurs ist in guter Stimmung. Ich will es gar nicht jetzt in aller epischen Breite nochmal bringen. Guckt es euch an, das hatten wir als Trade des Tages ja auch uns rausgesucht. Aktuell jetzt heute ist Verizon Trade des Tages
einfach mal angucken, ist es zumindest mal eine Möglichkeit, hier im Tech-Markt sich nochmal zu positionieren. Also wer will, schaut hier nochmal drauf und guckt sich das an, wie da unsere Idee entsprechend aussieht. An dieser Stelle jetzt euch erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.